Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich schreibe Baschi einfach ins Wort. Entschuldigung. Macht ja nichts, ihr wolltet ja sowieso erst Bescheid sagen, bevor es weitergeht. Alex, es geht los. Stimmt ja. Was nehmen wir? Hauptschlafzimmer. Liebe die Position. Ja. Aber dann noch immer. Oh, bereich sicher. Endlich mal wieder was nicht Geiseliges. Super Geisel. Ich finde, es sollte noch so eine Escort-Mission geben. Wo Escort-Damen ins Haus kommen und du musst sie nachher befreien. Aus dem Bondage. Straight out of the Bondage. Ach ja. Bondage. Du musst sie aus den Fängen der Supergeigers befreien. Das Escort. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum. Weil keiner lacht, merke ich, dass hier keine Boulevardpresse gelesen hat. Ah, warte doch, ich habe eine Schlagzeile gelesen. Fenster ist blockiert! War das nicht der Geiger? Ja. Ja, ne? Ja, der Geiger. Brandverstärkung aufgeschlossen! Verstehe nicht. Keine Sorge mehr, wegen ein sehr bekannter Geiger, den wir nicht weiter nennen wollen, weil. Ach, ich weiß, wie du meinst. Genau. Soll angeblich eine Escort-Dame, mit der er liiert war, Grüße zugerichtet haben bei Bondage-Spielchen. Wie heißt das? Geigen es bleiben 10 Sekunden. Ja, ich hab's vergessen. Tür abgesperrt! Oh, ich will hier noch raus. Wait. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, die kommen hier im Garten. Los. Der Vater sind es bestimmt Alex. Ja. Hab ihn. Unten in der Garage ist einer. Ja. Hat er die Garage aufgemacht? Der ist auf jeden Fall irgendwie da reingekommen. Was ist das für eine Frage? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hauptfalle. Sledge. Ach komm schon. Hat man nicht getötet. Aber der ist fast tot. Oh, drei. Unten ist einer, an dem Lamellenfenster ist einer und einer hat sich gerade reingeschwungen. Die gehören mit Sicherheit zusammen. Alter. Bleib mal wieder an Stecki hängen. Lodge. Der wird auf Schrammel gedeckt drauf. Oh, Lodge Schrammel wird einen ganz bösen Tod sterben. Ja, weiß ich noch nicht. Einen nimmt er, glaube ich, noch mit. Jawohl. Den Typ, den ich schon. Wechsle das Magazin. Halb tot, der. Wo war was? Der hat nichts mehr. Sauber. Nein, ich was bin für froh, ein dass Tier, mich der Thermite da nicht weggeholt hat. Apropos Thermite, wäre jemand bereit? Fetcher? Irgendjemand muss Fetcher nehmen noch, ne? Ja, mache ich. Okay. Ich kann auch noch was anderes nehmen, mir egal. Und einer Fetcher muss bringt überhaupt nichts, wenn keiner Thermite nimmt. Ich dachte, du willst Thermite Bashi? Nehmen, deswegen. Thermite? Ja, ich mach. Weil ich gebe keine Garantie dafür, dass ich lange genug lebe. Sehr geil. Reicht, wenn in der Garage sind, müssen wir auf jeden Fall die Fenster oben covern. Ja. Wir müssen sowieso gleich aufpassen, wenn wir unten an diesem Flussdock oder was das da ist starten und hochrennen, müssen wir aufpassen, weil ganz viele gucken direkt aus diesem Wohnzimmerfenster raus. Matze, hast du dich gerade unter die Treppe? Was? Doch, oh. Entschuldigung.
Oh. Ja, er schießt mich euch alle, ey, ihr Fixer. Entschuldigung, doofen. Idiot. 10 Sekunden bis Einsatz. Ist die einzige Drohne? Ja. Ja. Da kommt auch schon einer. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja. Wir gucken auf die Kameras, wo wir spawnen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Achtung, der kommt da oben gleich. Soll ich auf die Kameras gucken eben? Mhm. Macht das, wie du es auch im Mehrzahl bezogen hast, Kameras. Nee, der rennt hier noch rum. Ich glaube, der ist eine Etage höher. Badezimmer, ich guck mal eben nach. Du musst aber da vorne aufmachen. Genau. Bandit hier. Da ist ein Jammer hinter. Ja, deswegen musst du einen Schleck werfen. Weil ich eben schon warte. Aber ich hab zu lange. Genau da, wo Bashi steht, hinwerfen. Und Bashi muss in dem Moment, wo das Ding explodiert ist, anbauen. Jetzt. Den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Oben ist aufgegangen. Der hat sein C4 an die Dings geworfen, an die Scheibe, der Idiot. Ja. Andere Seite auch aufgegangen, ist raus. Ist wieder reingegangen, ist wieder raus. Ich habe hier eine verpasst auf jeden Fall. Welche andere Seite ist aufgegangen, was meinst du? Da ist er. Da. Ganz oben. Pass auf, Max. Ich höre hier aber noch. Ich hab einer liegt. Da liegt einer. Das war die Valkyrie. Wo liegt die? Da oben. Weil Lord Schrapnell mir im Weg stand. Wo sind die in dem Raum? Ich sehe Valkyrie nicht. Ich bin weggerobbt. Ist da noch einer im Raum? Weiß ich nicht. Guck mal. Vorsicht, C4. Ganz hinten ist einer, hinten rechts. Hab den markiert. Haben wir noch einen Thermite? Ja. Ja. Kannst du hier noch aufmachen? Wo ist denn hier noch? Da bei der Garage, wo ich markiere. Hab ihn. Ah, der liegt noch. Oh mein Gott! Mann. Wo war der? Ja, ganz hinten durch war der. Ich dachte eigentlich, dass den bei Alex meinte, hab ich. Wurde nicht mehr geschossen. Oh, scheiße, der hat mich auch. Geht los. Aber ich hab ihm zumindest die Hälfte abgezogen. Über euch kommt einer, der springt aus dem Fenster. Vorsicht. Ganz oben wo? Ich weiß es nicht, zumindest über euch. Bashi, hinter dir. Hinter dir, da kommt er. Ja, ich hab ihn eben. Ich meinte aber eigentlich hinter. Nachladen, brauche Feuer. Ihn aber. Was meinst du jetzt, Mann? Bei dir meine ich jetzt gerade, dass ich glaube, dass jemand bei dir hinter dem Garagentor noch ist. Sekunden. Rush einfach rein, was soll's. 13 Sekunden, Leute. Den Raum sichern jetzt. Und den Biobehälter schützen. Weiter durch. Ja, was geht nicht, ey? Scheiße, Mann. Neutralisieren. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Alter, sauer. Alter, ey, da backt er auf einmal zu in dieser komischen Spalte fest. Was soll das denn? Das kenne ich. Nicht in der Spalte. In der Spalte zwischen Auto und Schild. Ja, aber ein bisschen komischer Zugriff, aber hat doch geklappt zum Schluss. Dass ich als Letzter immer noch die Kills mache, die entscheidenden, das kenne ich ja gar nicht. Bin ganz außer mir. Wohnzimmer ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Doch. Doch. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Oh, ja, okay. Ist ja gut.
Schade, dass ich die Valkyrie eben nicht mehr gekriegt habe. Da war, glaube ich, oben noch ein zweiter, der die direkt wiederbelebt hat. Wenn die sich abseilen, erleben sie eine Überraschung. Platziert und einsatzbereit. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Platziere einen AV. Zwei habe ich. Drei. Vorsicht, die werden mit Sicherheit gleich reinfusen. Im Auge behalten. Was sagst du? 10 Sekunden. Kann jemand... Nee, Kamera geht nicht, ne? Sicherheitsabstand. Bereite Willkommensmatte vor. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Ich guck auf die Kamera. Von da kommen die. Da ist einer. Das ist ja ranked. Nice. Der gute alte Lord Schrapnelle. Ist einer unten drin? Nee, ne? Ich bin im Keller. Ich bin ganz oben. Hab ich die Idiot jetzt hier eingesperrt? Ja, im Badezimmer, glaube ich, ist er, ne? Nee, da bin ich. Wo ist denn der andere gerade gestorben hier? Ach, im Treppenhaus. Die seilen sich hier irgendwo bei mir ab. Kam hier an der Tür. Die Gegner sichern den Behälter. Leute, ich hab noch einen gekriegt. Alter, schon wieder fast. Wo steht der? Hinten in der Ecke. Fliege hier. Von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Verteidigen, was ist denn? Ich hol dich, Hauke. Okay. Ich hoffe, wenn ich sterbe du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Also nicht zu sterben, um mich zu holen. Beides. Danke. Alter. Okay. Oben im Badezimmer. Her? Oben im Badezimmer. Wenn einer von euch unten rausguckt. Oh, ich bin auch so scheiße. Meine Güte. Ach, perfekt. Alle Gegner eliminiert. Messi, ey. Ich hab gerade noch... Ja, guckt euch das an. Ach, da war doch was. Da ist er. Und das war ein Kopfschuss durchs Knie. Der hat auch super stehgehalten, ne? Ja. Traumhafte Hitboxen. Ja, ihr müsst euch nachher in der Aufnahme mal angucken, wie ich am Fenster stand eben. Wie Horst. Wie ein Vollhorst. Wie ein Vollhorst. Hörstchen. Matchball. Kostet schon so weit. 3-0, Mensch. Zack, ach krass, das ist gar nicht schlecht. Oh, der Baschi ist noch unter mir. Aber ja, Schlecki LP ging die letzten 3 Wochen ganz schön ab. Gefühlt Monate. Monate. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt. Ja, genau. Ja, ich spiele halt kompetitiv besser, wenn sowas geht. Es geht um nichts. Doch, ist wrecked. Ach so, um was geht's denn? Prestige erst. Gleicher Raum wie wir. Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Piep. Sorry, da kommt das Ghetto nicht durch. Du kannst den Mann aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus dem Mann. Oh, achte gleich auf die Kameras. Ach, ich hab ja Twitch. Hab ich grad gesehen. Oh, einer geht nach oben. Ja, und geht. 5 Sekunden. Warte mal, der macht bestimmt gleich wieder auf und guckt raus. Kinder Schlafzimmer bestimmt. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher. Vorsichtig.
scanne nach elektronischen Geräten. Wir haben hier aufgeschossen, die Tür. Ich habe die jetzt mal ganz aufgemacht. Wo? Auf wen? Auf Lord Schrapnell. Da ist was aufgegangen. Im Construction Room. Ich schieß mal Kinderschlafzimmer auf, oder? Bei der Tür, Alex, haben die einen aufgeschossen und ich habe dann komplett aufgemacht. Streusprengsatz aktiv. Oben, oben, Construction. Da. Wow, 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 ich werd getroffen, ich weiß aber nicht woher. Ich suche nach Elektronik. Biobehälter gefunden. Streusprengsatz wird aktiviert. Thatcher haben wir nicht, ne? Nee. Schade. Biobehälter. Kann ja alles schwingen, ne? Warte eben, ich mach mal da unten eben das Ding weg. Oh, scheiße. Ich habe einen Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. Hast du das Ding weg? Ja, kannst noch mal ansetzen. C4 kommt raus, Vorsicht. Nein! Alex ist runtergefallen. Das Gute ist jetzt allerdings, rettet mich eben jemand? Ich hatte eben nur noch 9 HP, jetzt habe ich wieder gleich 50. Achte auf die Tür, nicht, dass uns da jemand... Fenster, Hauke, Vorsicht, Kinderschlafzimmer. Danke dir. Ich scanne, wachsam bleiben. Von Treppe ist gerade einer runtergekommen. Hier ist was aufgegangen. Scheiße, kleines Treppenhaus, Rainer. Construction Room ist... Room. Ist die Valkyrie. Oh, da ist einer draußen. Einer steht auf dem Treppenhaus nach unten. Ah, fuck, und einer kommt raus. Einer vom eigenen Trupp. Die kommen alle raus. Oder Valkyrie kommt raus. Das rettet die auch nicht mehr. Da ist Valkyrie, Bashi. Wo denn ist da? Da ist markiert. Da. Die die spießt nur grob raus. Vergiss es. In dem Treppenhaus. Mit Blick. Da kommt sie raus. Mit. Ich guck mal bei dir. Total verwirrt. Ja. Guckst du mal auf dem falschen Ende raus. Da. Alter. Ja, Entschuldigung. Ich bin irgendwie ein 12-Jähriger. Sauber. Da kommt noch einer. Oh, oh mein Gott. Was zum Glück. Lad nach. Es bleiben noch 15 Sekunden. Das ist eh egal. Ich hasse sowieso mehr. Schieß rechts rauf. Und. Ja, es sauber. Bleiben noch 10 Sekunden. Mal ein bisschen was für. Renn in den Raum rein. In 8 Sekunden. Schaffst du. 5 Sekunden übrig. Ja. Ja. Eigener Trupp getötet. Ah, ich dachte, der kann da vielleicht über ein Treppengeländer klettern. So ein Special Force Typ. Aber... Hast du mal angeguckt, der hat viel zu tragen. Oh, hör auf zu T-Bagen. Hoden. Diese Haltbarkeit gemacht. Obwohl der eine war echt jämmerlich. Garage? Oh, voll daneben geschossen, ey. Egal. Garage. Scheiße. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Wir haben sogar Gegner. Aber ich kann ihn nicht überall anbringen. Aber es ist platziert und einsatzbereit. Nur in der großen. Mach nur die große Dicht. Der Gerät wurde platziert. Keine Sorge mehr wegen der Granate. Platziert.
Bohrungen sind angebracht! Es bleiben noch 10 Sekunden. Keine Sorge, wir liegen in der Nacht. Boah. Noch 5 Sekunden. Arsch, wir haben. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Kann man eigentlich ins Boot klettern? Nicht ohne Glitch. Da krieg ich auch. Ich wollte gerade fragen, ob ich auch eine Gewams kriegt. Ich glaube, die kommen mir schon. Ich lade ein neues Magazin! Kann ich sehen. Da ist einer. Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht noch. Ja, hast du. Ja. Nice. Alter. Alex. Oh, irgendwo ist jemand in meine Matte rein. Ich lade nach und brauche Deckung. Hast du ihn? Ja. Handverstärkung abgeschlossen. Seite hier im Blick. Also die Garagenseite, dann gehe ich mit auf die andere, aim das Treppenhaus ab. War schon wieder einer? Alex? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab eine Drohne kaputt gemacht. Blitz, Blitz, Blitz hier im Trainingsraum. Hab ihn. Sehr schön. Sag Bescheid, wenn die da sind. Oder soll ich über die Wand aufmachen? Thermite hab ich. Lord Schnappnell ist getroffen. Vom Glatz, der hängt bestimmt auf diesem komischen Turm. Ja. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Hast du das Treppenhaus, Hauke? Also ein bisschen zumindest, ja. Pass mal auf, ich gehe dann hier rüber und aim hier hinten die Tür ab. Ja. Also Firmheit ist wie gesagt tot, die können nur noch über diese Seite hier reinkommen. Ja. Okay. Alex, pass auf mit dem Kopf, du stehst direkt vor mir. Ich werde mit der Drohne rum. Vorsicht, die sind über uns. Ich glaube, ich markiere ein. Runter. Ich markiere ein. Im Trainingsraum steht Glatz. Der aimt voll auf die Tür. Der liegt. Der liegt. Sehr schön. Der macht nichts mehr. Oben ist einer. Oder? Ich war mir nicht so sicher. Ratatatata. Ja, da ja. Scheiße, da stand einer. Da war ich ein bisschen. Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Kann ich angehen. 15 Sekunden. Alter! Wunderbar! Das ist Plastik, Alter! Das weiß ich auch nicht, aber es muss der letzte Schuss gewesen sein. Guck dir das mal an! Wow, was? Oh, herrlich, ey. Oh, ja, schlecht, LP. Was hast du für einen netten Helm auf, sag mal? Ja, ich hab mich ein bisschen umorientiert. Das sieht schon geil aus, Alter! Ist das Erster, Zweiter Weltkrieg-Ausrüstung? Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie weiterhin spannende Matches, niveauvolle Unterhaltung und heiße Boys haben wollen, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben, abonnieren Sie uns und schalten Sie doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Reingehauen. Tschüss.